Moin Freunde, der Mai ist gekommen und wie immer verrate ich euch 5 Aktien, die ich für diesen Monat kaufenswert finde. Wenn auch du deine Favoriten für den Monat checken lassen willst, dann bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Da verrate ich dir, wie ich deine Aktien einmal prüfe. Und wie immer gilt natürlich auch, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine eigene Meinung und Abfahrt. Wir starten mit der ersten Aktie und die hört man, glaube ich, eher selten, zumindest auf dem Finanz-Instagram, wo ich mich ja viel bewege. Das ist Accenture. Accenture ist ein Unternehmen, was in Irland sitzt, was in der IT-Beratung unterwegs ist, also eine Beratungsagentur, wollen wir es mal so nennen, wollen wir es mal dabei belassen. Und wenn wir schauen, es ist ein sehr, sehr schöner Average Grower, ein schöner Dauerläufer, das können wir hier schon sehen. Bereinigt Gewinn klettert sehr, sehr kontinuierlich. Bisschen Dividende gibt es auch dazu. Ich muss mal hier so ein Stück hochscrollen, dann können wir sehen, 1,64% Dividendenrendite aktuell. Solide Ausschüttung hier vom Free Cashflow. Es lässt also noch Luft nach oben hier. Seit 11 Jahren gesteigert, seit 11 nicht gesenkt. Und sehr, sehr schönes Dividendenwachstum hier, jeweils über 10%, über 10 Jahre, 5 Jahre und auch jetzt geschätzt. Umsatz klettert auch relativ konstant. Auch die Margen könnte man relativ stetig erhöhen. Gucken wir mal kurz auf das Thema Verschuldung. 3,2 Milliarden an Schulden sehen wir hier. Wir sehen 8,8 Milliarden US-Dollar an Treasury-Stocks. Wir sehen 5 Milliarden an Cash- und Wertpapieren. Also das Unternehmen auch schuldenfrei. Der Fair Value, das ist ein Punkt, der tatsächlich nicht so schön ist. Die Aktie ist momentan bestenfalls annähernd fair bewertet. 304 US-Dollar der aktuelle Kurs. Wir sehen hier, der Fair Value liegt irgendwo zwischen. Sagen wir mal, ja, es ist ein bisschen schwer zu erwischen hier. Sagen wir mal so bei 280 vielleicht. Also, wir sind in einer leichten Überbewertung drin. Das Unternehmen trotzdem spannend für mich. Einmal, weil wir diesen schönen Dauerläufer haben. Wir sehen, die Aktie ist sehr, sehr trendstark. Und was wir auch sehen, ihr seht auch schon, hier habe ich mein Szenario eingetragen. Wir haben immer wieder, sind wir auf diese Trendlinie hier zurückkorrigiert. Zuletzt hier im Bereich April, März 2023. Und immer danach haben wir eine Aufwärtsbewegung gestartet. Das wäre tatsächlich auch das Kaufsignal, was ich hier sehen würde. Wir sind momentan wieder auf diese Trendlinie draufgekommen. Und wenn wir hier wieder eine Gegenbewegung sehen, das wäre für mich dann ein Kaufsignal, wo ich bei dieser Aktie einsteigen würde. Aktie Nummer 1. Aktie Nummer 2 ist auch ein Dauerläufer, den man sehr, sehr selten sieht. Und das ist MSCI. Und da tut es mir ein bisschen leid, dass ich euch diesmal ein bisschen habe warten lassen mit dem Video. Geht aber nicht. Man hört immer noch, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Vorher ging es leider nicht. Hier haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Szenario. Das hätte man vielleicht auch schon ein bisschen vorher spielen können, direkt beim Crash. Wir sehen auch hier wieder ein Unternehmen, was sehr, sehr stetig seine Gewinne und seinen Umsatz steigern kann. Ein bisschen Dividendenrendite gibt es hier auch, 1,3%. Solide Ausschüttung vom Free Cashflow hier, 38% lässt Luft. 9 Jahre gesteigert, 9 nicht gesenkt. Und wir sehen hier den Zuwachs der Dividende. Ist immer zweistellig, über 10 Jahre sogar 45% im Schnitt pro Jahr gesteigert. Also ein Dividendenwachstumswert. Ich würde aber eher so mit bis zu 10% Steigerung in der Zukunft rechnen. 5 bis 10, da sind wir schon gut mit dabei. Ja, also hier sehr, sehr solide unterwegs. Wir gucken auf das Thema Verschuldung kurz. 4,7 Milliarden US-Dollar an Schulden, 190 Millionen an Zinsaufwand. Wir sehen Treasury Stocks dagegen mit 6,5 Milliarden. Wir sehen 520 Millionen an Cash und Wertpapieren und damit sehen wir schon, also auch hier die Verschuldung kein Problem, insbesondere auch durch die Tilgungskraft von 790 Millionen US-Dollar. Also Verschuldung hier auch kein großes Thema. Qualität haben wir gesehen, haben wir hier an dieser Stetigkeit. Wir gucken einmal in den Fair Value rein und sehen, das Unternehmen sehr lange massivst überbewertet. Der guckt mal, der Kurs war mal bei 670 US-Dollar beim Fair Value von 320. Und jetzt sind wir etwas runtergedroppt hier auf 470 US-Dollar. Sehen der Fair Value so bei 450. Und damit auf jeden Fall dieses Unternehmen kaufenswert. Und man kauft sich hier denn theoretisch auch einen der absoluten Champions in der Finanzbranche. Das Unternehmen ist ja vergleichbar auch mit so einem S&P Global an der Stelle mit dem Factset. Und auch hier ein sehr, sehr schöner Dauerläufer seit 2008. Davor gehörte das Unternehmen ja noch, man kann es am Namen haben. MS steht für Morgan Stanley, seitdem eben eigenständig. Hier schöner Dauerläufer, ihr seht mein Szenario, 440 US-Dollar. Da die Stabilisierung abwarten. Wenn wir jetzt mal näher reingucken, sehen wir eben, dass wir so seit 2021 etwas seitwärts laufen. Wir sind hier oder haben hier an der Stelle eine relativ schöne Supportzone. Können wir vielleicht sogar noch ein Stück höher zeichnen. Und hier würde ich ganz gerne drauf dippen auf die 440 und da einkaufen. Es kann aber auch sein, muss man sagen, dass wir diese Zonen nicht mehr sehen werden, dass auf dem aktuellen Niveau wir kaufen sollten. Denn auch hier
Man kann es erahnen, haben wir hier so einen kleineren Support drin um die 460. Ich würde gerne noch ein bisschen tiefer, aber wie gesagt, wir stabilisieren uns auch hier. Und das auf jeden Fall eine Chance, in so ein schönes Unternehmen hier reinzukommen, die wir vielleicht, wenn der Markt wieder richtig anfängt loszulegen, so bald nicht mehr haben werden. Nächstes Unternehmen in dieser Runde ist ein US-amerikanischer REIT, ein Immobilienunternehmen, und zwar Prologis, der größte REIT der Welt. Ja, Prologis für mich auch ein Average Grower, auch wenn die meisten REITs eher Slow Grower sind. Man sieht hier die Adjusted Funds from Operations, also die Einnahmen aus der Kerntätigkeit der Vermietung von Immobilien, die wachsen und klettern hier stetig. Verschuldung ist natürlich hier etwas höher, weil man in Immobilien investiert 30 Milliarden US-Dollar. Wir haben 822 Millionen an Zinsaufwand. Wir sehen aber die Tilgungskraft von 1,27 Milliarden kann das locker decken. Und wir sehen, da geht noch ein Kernvermögen von 92, fast 93 Milliarden US-Dollar an Immobilien. Ja, Prologis hat nach den Quartalszahlen etwas Federn gelassen, wenn man von einer leicht zurückgehenden Vermietungsquote ausgeht. Ich meine, es waren so 0,5% oder weniger, aber das hat eben nochmal zur Korrektur geführt. Und dadurch sehen wir Prologis auf Basis der Adjusted Funds from Operations momentan unterbewertet. 120 US-Dollar wäre der Fair Value. Wir sind bei 106. Wir gucken mal in den Chart rein und sehen eben hier auch, Prologis ist einer der wenigen REITs mit Aufwärtstrend, hier eine Aufwärtsbewegung gehabt, dann natürlich die Immobiliencrash, da hat jeder REIT Federn gelassen, das müssen wir dem Unternehmen zugestehen. Danach wieder ein Aufwärtstrend gestartet und seit 2020 bewegt man sich so ein bisschen seitwärts hier. Damals gab es ja dann so einen richtigen Hype um Logistik. Prologis ja auch im Entferntesten eine Logistikaktie, da vermieten sie eben viele Immobilien hin, Amazon zum Beispiel, aber auch DHL zählt dazu den großen Kunden, auch andere Speditionen wie Kühne und Nagel. Und dann hier sicherlich auch so ein bisschen diesen Logistik-Hype rausgenommen. Seitdem seitwärts in einer Range, untere Grenze hier 98 US-Dollar, obere um die 138 und bei 98 für mich auf jeden Fall dieses Unternehmen Kaufens und Einsteigens wert. Damit springen wir zu einem gefallenen König. 3M mögen ja viele von euch, die im Bereich Dividenden unterwegs sind. Die Dividendenrendite von 6,2%, die stimmt leider nicht mehr. Denn 3M hat jetzt ja die Dividende das erste Mal seit über 50 Jahren gekürzt. Musste man sicherlich auch machen. Man hat ja den Spin-off gemacht von Solventum der Gesundheitsbranche. Und hätte die Dividende sich noch leisten können, wäre dann so ein Bereich, glaube ich, 90% Ausschüttung gewesen. Ich habe mal ein Video dazu aufgenommen, wo ich schon darüber spekuliert habe, beziehungsweise schon so ein bisschen meinen Gedanken geteilt habe, dass es sinnvoll wäre, die Dividende zu kürzen. Das hat man jetzt auch in dem Zusammenhang gemacht, einfach weil die Cashflows sehr, sehr belastet sind durch diese Milliardenstrafen rund um die Ewigkeitschemikalien, die das Grundwasser belasten in den USA und auch die defekten Ohrstöpsel. Ja, man kann es auch sehen hier, der Knick in der Dividende neu sollen jetzt, glaube ich, so 2,8, 2,9% Dividendenrendite sein. 40% vom Free Cashflow will man ausschütten. Ich glaube, das war um die 2,4 US-Dollar. Nagelt mich bitte nicht ganz fest. Hier steht jetzt 3,04, kann auch stimmen. Ja, und das ist eben das, was bei 3M uns die nächsten Jahre begleiten wird. Dieses gewisse Risiko, diese Belastung auf den Cashflow durch diese Strafen von den Milliardenklagen. Sehen hier verzinste Schulden von 22 Milliarden, Treasury Stocks dagegen 32 Milliarden, Zinsaufwand 1,2 Milliarden mit der Tilgungskraft von 1,3 Milliarden kann man sich das aktuell leisten. Aber sicherlich hier der beste Weg, die Dividende eben zu kürzen, damit man hier einfach mehr Cashflow gewinnt. Wir gucken auf den Fair Value und das ist wenig verwunderlich hier. 3M ist günstig bewertet, der Kurs hier bei 98 US-Dollar, etwa 97. Und der Fair Value hier so zwischen 139 und hier im Tief nochmal, gucken wir nochmal drauf, bei 135. Damit auf jeden Fall fair bewertet. Warum 3M auf einmal spannend? Wir gucken einmal rein. Langfristiger Chart sehen wir noch die Aufwärtsbewegung. Dann hier seit 2018 geht es bergab. Und jetzt haben wir zumindest auf Wochenbasis hier den Boden gefunden. Ich will euch das einmal hier einzeichnen. Wir kommen hier aus der Abwärtsbewegung herunter. Die muss ich jetzt mal einzeichnen, jawohl. Sehen hier das letzte tiefere Hoch, dann haben wir es hier schon nicht mehr geschafft, ein tieferes Tief auszubilden und dann eben hier mit dem Überschreiten der, was sind das, etwas 94 US-Dollar, das den Trend neutralisiert und könnten jetzt hier den Aufwärtstrend starten. Das heißt, wir könnten jetzt schon etwas aggressivere Variante einsteigen, weil wir auf Wochenschluss eben deutlich höher waren. Oder wir würden nochmal warten, bis wir vielleicht nochmal in einer Bewegung den Retest auf die 94 US-Dollar vielleicht auch ein bisschen tiefer machen und dann eben weiter hochstarten. Aber 3M auf jeden Fall hier mit einem Kaufsignal aus meiner Sicht.
Damit zur letzten Aktie für heute. Die kennen auch viele von euch. Starbucks. Starbucks hat zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Rückgänge gehabt in den Quartalszahlen. Das letzte Mal war im Corona-Tief, da natürlich aber auch durch Sondereffekte, weil man natürlich auch Lockdowns hatte und diesen Rückgang. Ja, der hat die Investoren geschockt. Entsprechend die Aktie abverkauft worden. Guck mal ein bisschen rein hier. Wir sehen 25 Milliarden. Also wir sehen erstmal steigende Gewinne. Das auch in den Prognosen. Das sieht sehr schön aus. Genauso Umsatz. Gucken auf die Verschuldung. Wir sehen 25,2 Milliarden an verzinsten Schulden. Wir sehen 580 Millionen an Zinsaufwand. Wir sehen Cash- und Wertpapiere dagegen von 3 Milliarden. Wir sehen einen Goodwill von 3 Milliarden, was auch relativ hoch ist, nicht so schön. Und mit der Tilgungskraft dazu von 1,4 Milliarden sehen wir schon, dass die Verschuldung hier etwas höher ist. Also das bitte hier im Blick behalten, auch bei Starbucks. Man wächst auch auf Basis von Schulden. Wenn wir hier mal reingucken in den Fair Value, sehen wir mit 102 US-Dollar Fair Value und im aktuellen Kurs von 73 sind wir aber auf jeden Fall hier gute 25% unterbewertet. Ja, und bei Starbucks kommen wir nochmal in den Kurs gemeinsam rein. Wo haben wir das Kaufsignal generiert? Grundsätzlich hier den Aufwärtstrend können wir sehen. Hier Finanzkrise da einmal kräftig korrigiert. Dann hier das Corona-Tief. Und hier seht schon mal ein Szenario, Stabilisierung bei 74 US-Dollar. Ja, was ihr auch sehen könnt, ist, ich hatte davor mal auf diese Zone geschielt bei den 85, ob sie sich da stabilisiert. Das ist jetzt deutlich tiefer geworden. Und wir sehen eben hier relativ schön, ich würde die Zone sogar noch ein bisschen tiefer zeichnen, dass wir hier eben den Support haben, einmal aus den oder einmal aus der Zeit kurz nach Corona, dann hier aus den Tiefs im Mai 2022. Und wenn wir uns jetzt hier stabilisieren würden, ne, erstmal eine Seitwärtsbewegung sehen, dann auf jeden Fall eine Zone, wo man reinkaufen kann. Ja, das also fünf Aktien, die ich spannend finde. Mein Favorit hier, meine Favoriten hier tatsächlich. Accenture und auch MSCI, weil hier einfach die Gelegenheiten seltener sind. Bei den anderen drei Aktien könnte ich mir vorstellen, dass sich nochmal die eine oder andere tut oder hat sich auch in der Vergangenheit immer mal was getan. Aber die beiden auf jeden Fall mein Favorit, weil einfach hier die Gelegenheiten sehr, sehr selten sind. Gerade beim MSCI. Ja, und damit kommen wir zum Abschluss vom Video. Und wie immer ist natürlich auch noch das Angebot. Schreibt unter das Video die Aktien, die ihr im Mai kaufen wollt. Ich werde mir dann so im Laufe der nächsten Woche da ein paar Aktien raussuchen. Ich sage mal wieder so roundabout 10 Stück. Wenn es nur 5 werden, mache ich ein Video. Wenn es 10 werden, mache ich zwei Videos draus. Da gucke ich wieder eure Favoriten für den Mai an. Wie immer sage ich, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like, lasst gerne ein Abo da für den Kanal. Dann unterstützt ihr meine Arbeit. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht es gut. Ciao. Tschüss.